den Tagesordnungspunkten 66, 53 und 61. Das ist sehr schön. Die SPD-Fraktion ist auch einverstanden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen, weitere Erstaufnahmeeinrichtungen für Menschen, die bei uns Schutz suchen, Drucksache 2268/19. Auch hier sehe ich keinen Widerspruch gegen die Dringlichkeit. Dann wird dies Tagesordnungspunkt 79 und kann mit den Tagesordnungspunkten 65 und 56 zu diesem Thema aufgerufen werden. Dann ist noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Bildungsgipfel liefert zahlreiche wertvolle Impulse und Anregungen zur künftigen Ausgestaltung der hessischen Bildungspolitik, Drucksache 2269/19. Auch dieser Antrag ist dringlich. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 80 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 66, 53, 61 und 78 zu diesem Thema aufgerufen werden. Des Weiteren haben Sie an Ihren Plätzen einen Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend extremistischem Salafismus und Islamismus, insbesondere präventiv entgegentreten, Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Präventionsinstanzen und Sicherheitsbehörden stärken, Drucksache 2270/19. Auch hier ist die Dringlichkeit bejaht, und der Dringliche Entschließungsantrag wird Tagesordnungspunkt 81 und zusammen mit den Tagesordnungspunkten 58 und 57 zu diesem Thema aufgerufen. Weiterhin ist eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend K&S AG als selbstständiges Unternehmen mit Sitz in Hessen erhalten, Arbeitsplätze sichern und Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie ausbauen, Drucksache 2271/19. Auch hier ist die Dringlichkeit bejaht, und der Dringliche Antrag wird Tagesordnungspunkt 82 und wird mit den Tagesordnungspunkten 60 und 64 zu diesem Thema aufgerufen werden. Kolleginnen und Kollegen, gestern Abend hat noch der Haushaltsausschuss getagt. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, da wir einen gemeinsamen Antrag, den Sie gerade auch auf die Tagesordnung gehoben haben, oder wir zu Kali und Salz haben, können wir den Tagesordnungspunkt 60, den ursprünglichen Antrag BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, CDU, zurückziehen. Das tun wir hiermit. Vielen Dank, Kollege Bellino. Damit ist der Tagesordnungspunkt 60 zurückgezogen. Kommen wir zurück zum Haushaltsausschuss. Der hat gestern Abend noch getagt zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen und hat eine weitere Beschlussempfehlung erarbeitet. Die dritte Lesung steht als Tagesordnungspunkt 77 auf der Tagesordnung. Zu dem dazugehörenden Antrag sowie dem Dringlichen Antrag wurden auch Beschlussempfehlungen erarbeitet, und diese wurden als Tagesordnungspunkt 83 und 84 auf die Tagesordnung genommen. Zum Ablauf der Sitzung. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden und beginnen mit Tagesordnungspunkt halt. Nicht 60, sondern jetzt muss ich gucken, was ich aufgerufen habe. Danke schön. Zu Tagesordnungspunkt 64, Antrag der Fraktionen von SPD, CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 2271/19 betreffend K&S AG als selbstständiges Unternehmen mit Sitz in Hessen erhalten, Arbeitsplätze sichern und so weiter.
Dann folgt Tagesordnungspunkt 66, Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend Bildungsgipfel ist gescheitert, Drucksache 22/14. Hiermit werden die Tagesordnungspunkte 53 und 61 und 66, helfen Sie mir mal weiter, ich habe sie jetzt nicht mehr, und 80 aufgerufen, zusammen mit der mündlichen Frage der Kollegin Kerstin Geis. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 65, Drucksache 22/13 der mit Tagesordnungspunkt 56 aufgerufen wird. Jetzt haben wir nur noch die Entschuldigungen abzuarbeiten. Entschuldigt fehlen heute Herr Staatsminister Prof. Dr. Alexander Lorz von 15 bis 17 Uhr und die Kollegen Abgeordneten Faeser, Öztürk und Wallmann ganztägig. Ich darf noch darauf hinweisen, dass zu Beginn der Mittagspause gegen 13 Uhr die Ausstellung Wege zur Selbstständigkeit – Kunst aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung der WFB Rhein-Main e.V. in der Ausstellungshalle eröffnet. Gezeigt werden Gemälde und Skulpturen von Beschäftigten der WFB Werkstatt für Menschen mit Behinderung Rhein-Main. Und heute Abend als Highlight wird um 19.30 Uhr die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags gegen die Frankfurter Parlamentself in Frankfurt antreten. Ich wünsche besseren Erfolg als in Offenbach. Zu den Ausschusssitzungen. Zu Beginn der Mittagspause trifft sich heute der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung in Sitzungsraum 204M. Und heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss in Sitzungsraum 501a zusammen. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir in die Tagesordnung eintreten.